Gut, also schauen wir uns noch zusammen ein paar Beispiele an. Nehmen wir an, du willst die Wände deines Kinderzimmers grell orange färben. Ich meine, warum auch nicht? Bevor du jedoch die Farbe kaufen gehst, solltest du dir überlegen, wie groß die Fläche sein wird, die du ausmalen wirst. Wir messen also den Raum aus und kommen auf eine Höhe von 2,5 Meter und eine Länge von 6,2 Meter. Wie viele Quadratmeter wären das dann, wenn du eine Wand anmalen willst? Falls du die Aufgabe schon selbst rechnen willst, kannst du das Video jetzt stoppen. Gut, um die Fläche zu erhalten, müssen wir nur die Höhe mit der Länge multiplizieren. Also lösen wir die Aufgabe 2,5 mal 7,2. Wir beginnen wie gewohnt, 7 mal 5 ist 35, also 5 und 3 Übertrag. Und 7 mal 2 ist 14 plus 3 ist 17. Nun hängen wir noch eine 0 an und gehen in die nächste Zeile. Weißt du, wieso wir das machen können? Genau, das hast du ja schon bei der Multiplikation von natürlichen Zahlen so gemacht. Und wir können zuerst so tun, als wäre die Nachkommastelle gar nicht da und als wären es natürliche Zahlen. Und erst später kümmern wir uns um das Komma. Da hast du sehr gut aufgepasst. Gut, also zur zweiten Zeile. 2 mal 5 ist 10, also 0 und 1 Übertrag. Und 2 mal 2 ist 4, plus 1 ist 5. Nun addieren wir noch die Zeilen und erhalten 0, 0, 8 und 1. Da unsere Faktoren jeweils eine Nachkommastelle hatten, setzen wir das Komma nach der zweiten Stelle von rechts und erhalten 18,00 Quadratmeter. Nun gehst du in den Baumarkt und erfährst, dass man pro Quadratmeter Farbe ungefähr 1 Euro und 29 Cent zahlt. Wie viel wirst du also zahlen müssen, wenn du 18 Quadratmeter anmalen willst? Du kannst wieder das Video stoppen, falls du selbst versuchen willst, das Beispiel zu lösen. Gut, lösen wir also die Aufgabe 1,29 mal 18. Die erste Zeile ist mal 1, also schreiben wir die Zeile ab. Bevor wir in die nächste Zeile gehen, hängen wir wieder eine 0 an. Nun, 8 mal 9 ist 72, also 2 und 7 Übertrag. 8 mal 2 ist 16, plus 7 ist 23, also 3 und 2 Übertrag. Und 8 mal 1 ist 8, plus 2 ist 10. Nun zählen wir die Zeilen wieder zusammen und erhalten 2, 2, 3 und 2. Da unser Faktor 2 Nachkommastellen hatte, setzen wir das Komma nach der zweiten Stelle von rechts und erhalten 23,22. Du wirst also ungefähr 23 Euro und 22 Cent bezahlen müssen. Perfekt, jetzt bist du auf demselben Stand wie ich. Rufe nun das Mastery-Video auf, dann kannst du mir beim Rechnen helfen.